Hallo zusammen und ich begrüße euch recht herzlich zu Diablo 3, Patch 2.03, der heute erschienen ist. Und ich möchte euch mit dem Monk, der ich bisher auf Stufe 30 habe, ein Power Level zeigen. Ich habe nämlich ein Legendary Set Plan gefunden vom Kane Set. Und das ist sehr niedrigstufig, ab Stufe 23 nutzbar, und es hat einen netten Bonus, wenn man drei Teile hat, und zwar, wie man hier sieht, 10% bessere Chance, magische Gegenstände zu erhalten, um 30% mehr Erfahrung. Zusätzlich habe ich noch hier einen Stein im Helm drin, der nochmal 25% gibt, und dann habe ich hier zusätzlich ja noch den Höllenfeuerring, der nochmal 35% gibt. Und dann zusätzlich ist ja gerade noch der Buff aktiv mit 50%, bevor Reaper of Souls erscheint. Und dann wollen wir noch mal gucken, wie schnell das hier vonstatten geht. Ich habe noch ein paar Paragon-Punkte, die ich zu vergeben habe, aufgrund von anderen Level-Aktivitäten von meinen anderen Charakteren. Ich hau das jetzt hier einfach mal da rein. Ist ja eigentlich relativ egal derzeit. Auf den niedrigen Stufen. Genau. Und dann wollen wir mal loslegen. Mantra. Meine Archive liegen unter der Wüste. Möglicherweise genau unter dem Ort, an So, dem ziehen wir wir es unsere mal ran. Archive Machen wir liegen. Kick. Die Horadrim konnten sie Die nicht zerstören. Bewegungsgeschwindigkeit ist auch Sie hier oft konnten sehr nur die gut. Tür hinter ihnen verriegeln. Und ich habe noch immer die Schlüssel. Spielst du das Ganze mit Stufe 30 auf Profi? Vielleicht könnte ich auch schon höher machen. Wahrscheinlich schon. Wird es wahrscheinlich noch eine Runde schneller gehen. Wir gucken jetzt mal, wie schnell wir brauchen, um ein Level zu steigen. Und ob das wirklich so taugt. Ja, ich glaube, es geht schon ganz gut voran. Schönes gewonnen. Okay, kein Upgrade. Wir, die Zakarum, wollten Kaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. So, gehen wir gleich mal Aber hier wir haben die rein, Kaiser noch indem wir nicht die von Kollegen hier noch hier. getötet haben. Mein Blut ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Sie haben ein wenig davon auf der anderen Seite des Da gehen wir Portals. nochmal zurück. Ich habe da noch eine Champion-Gruppe gesehen. Die hätten wir auch noch uns kurz vornehmen. Nicht genug Geisteskraft. Ein verdienter Tod. Gut, haben nichts liegen lassen. Es ist schwer zu glauben, Naja, dass wenn man Tod sieht, also ich habe schon diesen Aufzug. fast wieder Level geschafft. So, her mit euch. Ich brauche Geisteskraft. So, jetzt haben wir fast schon das Level erreicht. Denke ich mir, nur eine Minute gehen. Zur Skillung während Hochleveln auf 60 oder später an 70 ist eigentlich fast die Skillung, würde ich sagen. Egal, Hauptsache man kommt schnell hoch. Da kann man ein bisschen rumspielen und dann auf der Maximalstufe einfach Builds ausprobieren. Weil ich jetzt nicht so der Mönchspieler bin und das der letzte Charakter ist, der mir persönlich auf 60 fehlt, kann ich da jetzt auch nicht so die Tipps zur Spielweise aktuell geben. Aber wenn ich ihn auf 60 habe, beziehungsweise später 70, werde ich auch nochmal einen Guide erstellen oder ein Guide-Video mit verschiedenen Skillungen ausprobieren. So, und dann sind wir eine Stufe gestiegen, haben nochmal einen Balken hinzugekriegt. Also auf jeden Fall mit den verschiedenen Boni etc. und dem Set geht es auf jeden Fall sehr schnell voran. Falls ihr den Plan findet, probiert es mal aus zum Hochzocken bei euren Charakteren. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, euer Dandyset.